Hallo, liebe Liebenden des Internets, ich bin's, ich sag mal Blogger Gunnar Sohn. Es ist wieder Zeit für einen Next Talk, der relativ spontan zustande gekommen ist mit dem Mr. Hidden Champion, Professor Hermann Simon, der ein neues Buch auf den Markt gebracht hat. Am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen, genau, der Winfried hält sie gerade in die Kamera, im renommierten Campus Verlag, genau. Also ich könnte jetzt noch das E-Book, ja, dann haben wir quasi alle drei Varianten. Ja, es gibt auch als Hörbuch. Ja, so, sehr also, gut. Ja, perfekt. Und ich würde mal sagen, Winfried, du führst mal kurz ins Thema ein. Ja, genau. Du hast ja Hermann schon vorgestellt als den Hidden Champion Papst. Er ist natürlich auch der Pricing Papst und, was mich ganz besonders erfreut, der einzige deutsche Repräsentant in den Thinkers 50. Da ist Deutschland ein bisschen unterrepräsentiert. Ja, und ich bin froh, dass wir uns tatsächlich heute so spontan treffen können, um ein ganz wichtiges Buch zu diskutieren. Und zwar, am Gewinn ist noch keine Firma pleite bzw. kaputt gegangen. Das ist das neue Werk. Und was ich so spannend finde, ich bin natürlich auch schon gespannt auf das neue Hidden Champion Buch, das nächstes Jahr erscheint. Aber spannend an diesem Buch finde ich, dass es jetzt nicht nur, sagen wir mal, ein praxisorientiertes Buch ist, sondern auch ein hochpolitisches Buch, das geradezu antizyklisch zum jetzigen Trend ist und deswegen auch sehr mutig. Und das heute zu besprechen, das wird bestimmt sehr erkenntnisreich. Ja. Dann würde ich sagen, Hermann, vielleicht steigen wir direkt ins Thema ein. Ich habe eben gesagt, antizyklisch. Aktuell, du hast es auch in deinem Buch erwähnt, die Roundtables dieser Welt und alle entdecken plötzlich die Stakeholder und die Responsibility Economy. Und du wagst es dann plötzlich, so einen ganz schlimmen Begriff wie den Begriff des Gewinns auf die Bühne zu heben. Was war da der Anlass? Was waren eigentlich so die Impulse, um gerade jetzt dieses Buch zu schreiben? Ja, das Antizyklische hat zwei Aspekte und der eine war sicher nicht geplant, nämlich, dass dieses Buch voll in die Corona-Krise hinein publiziert wird, wo ja die Interessen auf ganz anderen Themen liegen. Das zweite Antizyklische ist schon geplant gewesen, nämlich, dass ich etwas gegen diesen Zeitgeist spreche, der den Zweck von Unternehmen in Purpose, in Social Responsibility und nicht ökonomischen Werten sieht. Natürlich sind alle diese Werte wichtig, aber wie ich etwas populistisch in dem Titel sage, am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen. Und dieses einfache Prinzip dominiert letztlich das Überleben von Unternehmen und damit auch unseren Wohlstand. Und eine sehr interessante Gewinndefinition stammt von Peter Drucker. Er sagt nämlich, Profit is the cost of survival. Und das darf man nie vergessen. Auch mein Lieblingszitat in dem Buch. Und antipodisch oder sagen wir mal zu Milton Friedman und the business of business is business so quasi. Aber da kommen wir nachher nochmal in der Tiefe rein. Also zum einen, glaube ich, war vielleicht auch der Antrieb, tatsächlich so eine Gegenposition zu thematisieren. Das zweite, was ich so als Gefühl hatte, dass das auch ein Treiber war und du hast das auch zwischen den Zeilen jetzt schon angedeutet, ist, sagen wir mal, so in gewisser Weise die Sorge um Deutschland. Du hast ja jetzt auch in letzter Zeit einige Artikel veröffentlicht, sogar um die Fragen, wie Kommunen aufgestellt sind, wie Unternehmen aufgestellt sind. Und ein ganz wichtiger Aspekt für mich in deinem Buch ist eigentlich auch die sehr kritische Analyse vom Status quo in Deutschland. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sorge, die dieses Buch mit inspiriert hat, wenn ich das nicht überinterpretiere, da, sagen wir mal, einen gewissen Weckruf zu haben. Oder ist das jetzt einfach nur meine Projektion da rein? Und was kannst du eigentlich zum Status quo Deutschland sagen, gerade unter diesem Aspekt? Du hast ja diese große Kunst, immer ikonische Begriffe zu schaffen. Ja, die Servicewüste wissen gar nicht viele, dass das von dir ist. Hidden Champions weiß jeder. Aber jetzt Gewinnwüste. Was kannst du uns zur Gewinnwüste Deutschland sagen? Ja, es gibt mehrere Anlässe, dieses Buch zu schreiben. Einer ist ganz global, obwohl Gewinn die vermutlich wichtigste Zielgröße in der Betriebswirtschaftslehre ist, gibt es kein reines Gewinnbuch. Wenn man in Amazon.de oder Amazon.com hineinschaut, findet man kein Buch, das sich pur
ausschließlich mit dem Thema Gewinn befasst. Das liegt vermutlich daran, dass die meisten Betriebswirte spezialisiert sind auf Produktion, Marketing, Finanzen, aber kaum noch einer das Gesamtergebnis dieser Tätigkeit im Auge hat. Der zweite Anlass ist in der Tat die sehr bescheidene Gewinnsituation deutscher Unternehmen. Wenn ich dazu mal ein paar Zahlen liefern darf, über einen langen Zeitraum von 14 Jahren beträgt die Nettoumsatzrendite, also der Gewinn nach Abzug aller Kosten und Steuern im Verhältnis zum Umsatz, 3,4%. International liegen die Werte im Schnitt etwa bei 5-6%, das heißt fast beim Doppelten. Und das ist eine sehr gefährliche Situation, weil sich aus dieser Gewinnlage natürlich Börsenwerte, Kaufkraft bei Übernahmen von Unternehmen etc. ergeben. Das heißt, wenn wir nicht profitabler werden, dann besteht die Gefahr, dass wir zu einer Kolonie Amerikas oder Chinas werden, wo eben die Gewinne und die Börsenbewertungen entsprechend höher sind. Aber wenn man, sag mal, auf die USA schaut, stimmt das dann, diese Aussage in der Breite? Also du hattest die Nettoumsatzrendite angesprochen, die in Deutschland relativ niedrig liegt, auch im Vergleich zu der Schweiz, wo sie bei 10,2% liegt. Und wie hoch ist denn der Wert in den USA im Schnitt? Ich meine, ich habe immer so die These vertreten, wenn man Kalifornien und die Ostküste abzieht von den USA, dann bleibt von der Herrlichkeit nicht mehr sehr, sehr viel übrig. Der Eindruck ist in der Tat richtig. Wir nehmen diese horrenden Gewinne von Apple, Facebook etc. wahr und denken, das sei Amerika. Diese Firmen haben alle Nettoumsatzrenditen von mehr als 20%. Der Durchschnittswert für Amerika in dem Vergleichszeitraum mit den Deutschen liegt bei 4,9%. Das ist aber immerhin noch 50% mehr als der deutsche Wert. Und wenn man dann die 500 größten amerikanischen Unternehmen sieht, da liegt er über 6%. Also man kann durchaus sagen, Amerika ist deutlich profitabler als Deutschland, auch im Schnitt. Es liegt etwa im Schnitt der Welt, also ist nicht überdurchschnittlich proportional im Vergleich zur Welt, aber deutlich besser als Deutschland. Aber die Schweiz ist mit praktisch 10% um Klassen besser. Man muss da allerdings auch sagen, das sind Nachsteuerumsatzrenditen und da stehen sich die Schweizer natürlich wesentlich besser, aber auch vor Steuern ist die Schweiz mindestens doppelt so gut wie Deutschland. Spannend. Über Frankreich, das ja nicht als besonders unternehmensfreundlich geht, hat eine Rendite von 4,5%, ist also ungefähr ein Drittel besser als Deutschland. Ja, vielleicht, weil da der CEO tatsächlich der Chef im Haus ist, das ist ja auch ein Aspekt, den wir nachher diskutieren, du letztendlich da thematisierst. Aber um nochmal das Thema USA abzuschließen, wenn man quasi diese Überproportionalität vom Kalifornien und Ostküste abziehen würde, dann käme man vielleicht auch schon auf einen relativierten Wert für die USA. Also insofern ist das ganz spannend. Aber tatsächlich, daraus erwächst natürlich ein Bedrohungspotenzial. So stellt sich jetzt die Frage, woher kommt letztendlich diese schlechte Performance in Deutschland und in Österreich? Du hast gesagt, die Steuern alleine sind es nicht so. Was sind so die wichtigsten Spotlights, die du letztendlich da siehst? Es gibt nicht eine einzelne Ursache, sondern ein Bündel von Ursachen. Und ich fange mal mit den Zielen an. In Deutschland habe ich den Eindruck, dass sehr viele Unternehmen eher absatzorientiert, umsatzorientiert oder beschäftigungsorientiert arbeiten. Ein Beispiel für Absatzorientierung ist Volkswagen. Volkswagen hat über Jahre verkündet, der größte Autohersteller der Welt zu werden. Und sie haben es tatsächlich geschafft. Der größte ist dabei gemessen Anzahl der produzierten Autos. Da haben sie in den letzten 3 Jahren Toyota knapp geschlagen. Aber wenn man dann die Gewinnseite über die Jahre sieht, dann ist die Rentabilität von Toyota doppelt so hoch wie die von Volkswagen. Und das ist sicherlich keine sehr sinnvolle
Zielsetzung, dass man stückzahlmäßig der Größte wird, aber nur den halben Gewinn macht. Wir hatten eine ähnliche Situation auch bei Daimler und Chrysler, wo, sagen wir mal, auch Ambitionen von CEOs Milliarden vernichtet haben, ja, weil man halt auch diese globale Relevanz haben wollte. Ja klar, das war mit Jürgen Schrempf ein schlimmer Fall. Ich muss sagen, ich habe damals 1998 diese Fusion bewundert und ihn sogar mit zum Manager des Jahres gewählt. Okay. 1998 in der Manager-Magazin-Jury. Und bezeichnenderweise wurde er in 2004 von Business Week zum schlechtesten Manager des Jahres gewertet, weil der Börsenwert dieser vereinigten Struktur sich in dem Zeitraum praktisch halbierte. Das war also Wertvernichtung in großem Maßstab. Du hast ja, sag mal, auch die Hidden Champions in Deutschland verglichen mit der internationalen Situation. Da schneiden wir ja sehr, sehr gut ab, auch im Vergleich zu den besten Unternehmen der Welt. Und du bringst da einen Faktor rein, der auf die Hidden Champions auszeichnet. Der Erfolg beruht auf der kontinuierlichen Innovation und Spitzenleistung. Wenn wir jetzt mal auf die Ursachen gehen, es gibt eine Studie der KfW, die besagt, dass alte Unternehmer in Deutschland zu wenig Neuinvestitionen machen. Also sie gehen zu wenig in neue Themen, beispielsweise Verleger. Ja? Also die Situation in den Medien ist ja, was die Renditesituation anbelangt, katastrophal, weil halt auch wirklich eher die guten Jahre irgendwie abgeschöpft werden, die Verleger mal hatten, ja, einige Jahrzehnte sogar. Und sie leben halt von der Substanz und wagen sich nicht mehr auf neue Themenfelder, sind also nicht innovativ. Also wo liegen die Ursachen? Also die zweite Ursache, die ich nach falschen Zielsetzungen nenne, auch im Buch detailliert analysiere, liegt darin, dass die deutschen Unternehmen zu sehr in reifen Branchen verhaftet sind. Also was Winfried zu diesen Stars aus dem Silicon Valley gesagt hat, dazu haben wir nichts zu bieten. Selbst eine SAP ist ja mittlerweile schon über 40 Jahre alt. Und das ist der einzige Star. Leider ist Wirecard hat sich in Luft aufgelöst. Wir sind auf diesen neuen Gebieten, wo sehr hohe Renditen erwirtschaftet werden, einfach nicht vertreten. Wir sind in der Digitalisierung nicht schlecht bei B2B, also dort, wo die digitalen Fähigkeiten, die Performance von Maschinen, von klassischen deutschen Produkten verbessern, sind wir oft führend, auch in industriellen Dienstleistungsprozessen. Wenn es beispielsweise um Versicherungen oder Teamviewer und solche Dinge geht. Aber leider muss man sagen, dass deutsche Unternehmen den frühen Eintritt in diese großen Märkte verpasst haben. Da kann man die Medien nennen, auf jeden Fall. Da kann man aber auch Otto nennen. Die waren der größte klassische Versandhandler der Welt. Warum ist Otto nicht der Amazon geworden und ein Nobody, der vor 20 Jahren startete, ist heute weitaus größer als Otto? Das sind unternehmerische Versäumnisse, teilweise dadurch erklärbar, dass man in diesen alten Branchen ziemlich erfolgreich und recht profitabel war. Und wir wissen, Erfolg ist der größte Feind des Wandels. Das ist sicher eine Ursache. Es spielt auch eine Rolle, dass die Deutschen jetzt von der Consumer-Seite ausgesehen, nicht die innovativsten sind, nicht schnell eine neue Technik annehmen, sondern da eher Nachzügler sind. Und natürlich, dass wir ein kleiner Markt sind. Also ich halte es mittlerweile für fast unmöglich, im Verbraucherbereich, im Markenbereich, im Massenbereich ein Produkt, das in Deutschland entsteht, zum globalen Produkt zu machen. Also Google und Apple und Alibaba, die hätten wahrscheinlich bei gleichen Kompetenzen nicht in Deutschland entstehen können, weil von hier den Weltstandard zu setzen mit unserer kleinen Marktgröße ist fast unmöglich. Also ich rate solchen Leuten, geht nach Amerika und versucht es dort, da sind die Chancen größer. Das muss man leider realistisch sehen.
Und nehmen wir noch einen ganz anderen modernen Bereich, Biotechnologie. Es ist ja auch bezeichnend, dass Firmen wie BioNTech und CureVac nach New York an die Börse gehen, weil da einfach ein ganz anderer Kapitalmarkt ist und in dieser Phase viel Kapital leicht zu bekommen, entscheidet natürlich, wie der dauerhafte Erfolg aussehen wird. Also es gibt eine Reihe von Gründen, warum wir nicht schneller sind und nicht erfolgreicher sind in diesen neuen Branchen. Wenn ich Weil kurz ich um mal das Wort. einflechten kann, die Reaktion jetzt aus dem Netz, also jetzt überschlagen sich gerade hier die Kommentare, ja, die müssen wir mal ein bisschen hinzunehmen. Wir machen ja eine interaktive Sendung. Ralf Korb hat zu Recht darauf hingewiesen, auf die hausgemachten Probleme, beispielsweise bei Otto. Die Familie Otto hat leider, wie bei vielen Familienunternehmen, die Probleme oft schon im eigenen Haus. Also ist es dann die berühmte Nachfolgeproblematik oder was ist, sagen wir mal, bei den Familienunternehmen dann vielleicht das Problem? Ja, Wobei man ja ob bei. die Problematik jetzt in der Familienstruktur liegt, oder im Umfeld, das ist eigentlich sekundär. Das Wichtige ist, es passiert nicht. Und niemand hätte Otto daran gehindert, mit viel stärkeren Ressourcen als Amazon dieses E-Commerce-Business zu starten. Also, die Barriere liegt immer im Kopf der Entscheidungsträger, seien es Familienmitglieder, seien es angestellte Manager. Und in dem Falle hätte natürlich die Finanzkraft und die globale Präsenz auch keine Barriere dargestellt, weil Otto war mit Spiegel, dem größten amerikanischen Versandhändler, in Amerika vertreten, war in Japan sehr stark. Die hätten also das weltweit sofort aufrollen können. Ich Wenn meine, mit About You, wenn wir vielleicht noch also beim nur vielleicht Beispiel. als Nachsatz. Ja, okay. Du musst übrigens Also wieder du musst mal wieder deine Kamera anwinkeln. Du bist. um ein bisschen gerechter gegenüber Otto zu sein, immerhin haben sie mit About You als Joint Venture dann im Nachhinein doch noch, sagen wir mal, ein gewisses Zeichen in diesem Markt gesetzt. Natürlich ist es About You hat nicht den Erfolg von Amazon geschafft, aber ich glaube, irgendwann haben sie sogar die Unicorn-Bewertung geschaffen und man muss auch immer wahrscheinlich dann wirklich differenzieren, was sind auch globale Erschwerungsfaktoren, wo auch eine Otto da nicht dran vorbeikommt. Natürlich gab es die globale Präsenz, aber es ist wahrscheinlich für eine Amazon mit einer ganz anderen Fremdfinanzierung, mit einer ganz anderen Dynamik und vielleicht auch tatsächlich mit einem anderen Mindset einfacher gewesen. Weil sonst glaube ich, wenn man mal Otto innerhalb Deutschlands vergleicht, finde ich, hat Otto immer noch eigentlich das Thema mit einer gewissen Ambition angegangen oder bewertest du das ganz anders? Also, Doch, das ist richtig. Als Sie das erkannt haben, haben Sie das angegangen. Aber wir reden hier von einem globalen Geschäft, weil ein System, das man einmal aufgebaut hat, das kann man im Grunde global ausrollen. Gerade in so einem neuen Markt, sind die Restriktionen, weit geringer als in etablierten Märkten. Und, insofern, ja, zu spät, vielleicht zu wenig. Und, der Pioniervorteil ist weg. Und ich sage mal, die Startchancen 1996, als Amazon anfing, wären natürlich für Otto weitaus besser. gigantisch besser gewesen als für Jeff Bezos, der mit als Buchversandhändler anfing. Das wollte ich auch sagen. Jeff Bezos griff ja an der Flanke an. Eigentlich hätte man auch sagen müssen, warum hat Bertelsmann mit seinem Buchclub und so weiter nicht mehr gemacht? Weil eigentlich griff er ja nicht an der typischen Otto-Flanke an, sondern er kam ja mit dem Ja, aber Buchthema. das war dann vielleicht auch die Fehleinschätzung, dass Amazon nach irgendwelchen Branchenlogiken arbeitet. Und das ist ja gerade nicht der Fall. Sondern Amazon baut auf das Matching-Prinzip, denen sind Branchen völlig wurscht, sondern der macht da die Geschäfte, wo das Matching abläuft. Also das insofern haben sich vielleicht die einzelnen Branchen zu lange zurückgelehnt. Ja, aber Gunnar, da kannst du auch sagen, dass da ein Missverständnis vorliegt, weil wenn ich das Ganze digital abwickle, sowohl von der Bestellung, der Interaktion mit dem Kunden und auch von der Logistik, dann ist es völlig egal, ob das ein Buch oder ein Handy oder ein Lebensmittel ist, jetzt mal von Haltbarkeitsproblemen abgesehen. Das heißt, man muss sich verabschieden davon, dass in diesem System
die Branche, sagen wir, die Branchen, die klassisch waren für Versandhändler, wie Textilien oder Bekleidung oder irgendwelche Haushaltsartikel, irgendeine Rolle spielt. Amazon ist letztlich ein Technologieunternehmen. Das sieht man ja auch daran, dass Amazon Web Services bei einem reinen Technologieangebot, nämlich Cloud Services, die Nummer eins in der Welt ist. Weit, das heißt, weit vor Microsoft, weit vor IBM. Ja. Und auch Pionier war. Das heißt, Amazon ist in Wirklichkeit als Technologieunternehmen gestartet, das zufällig Bücher als erste Produktpalette hatte, aber dann von Anfang an erkannt ist, auf diese Plattform kann ich jedes Produkt, was ich, man kann mal keinen Bagger, der im Braunkohlenrevier arbeitet, versenden, aber jedes Produkt, was versendbar ist, kann ich auf diese Plattform draufpacken und dann kamen auch weitere technologische Superleistungen zu. Ich muss sagen, ich bestelle so viel bei Amazon. Warum tue ich das? Nicht zuletzt wegen des One-Click. Genau. Ich brauche mich nicht zu identifizieren. Der Bezahlvorgang, alles wird mit einem Klick abgewickelt. Genau. Und das zeugt für mich wieder für ein tiefes Verständnis des Kunden. Das haben heute 90% aller Internetanbieter nicht. Das Thema Convenience und Einfachheit. Wenn ich bei der Bahn ein Ticket buche, muss ich, glaube ich, 18 oder 19 Klicks machen, obwohl ich 90% meiner Fahrten zwischen Siegburg, Bonn und Frankfurt Flughafen mache. Das wissen die ja alles. Ja. Da müsste eigentlich nur, wenn ich reingehe, die Frage kommen, Ticket, erster Klasse nach Frankfurt, Flughafen. Und ich mache einen Klick, zack, ja, das Datum muss ich noch eingeben. Bei Amazon muss ich natürlich auch das Produkt eingeben, was ich will. Aber ich muss mich durchwursteln mit einer Palette von 18 Klicks oder so. Aber das haben ja viele Unternehmen in Deutschland nicht verstanden. Es geht ja querbeet. Also ich habe jetzt hier für Winfried und mich eine Tickets bestellt bei Köln Ticket. Da muss ich dann halt irgendeine bescheuerte IBAN-Nummer eingeben. Ja, also dieses One-Click habe ich halt gerade nicht. Ja, selbst bei blöden Tickets für irgendwelche Veranstaltungen, die man buchen will. Hier kommt gerade noch der Einwurf. Entschuldigung, Winfried, wenn ich dir da vorgreife. Von Birgit Eschbach, Wirtschaftswunder Birgit, fehlt es vielleicht an den Personen, also die klassischen Unternehmerpersönlichkeiten oder der schumpetersche Unternehmer? Also haben wir zu wenig Unternehmerpersönlichkeiten in Deutschland? Darf ich das vielleicht verschärfen, Hermann? Der Thomas Sattelberger und der Heinrich Arnold, der Professor Arnold, die haben auch nochmal Analysen gemacht. Das eine ist zum Beispiel, dass der Thomas Sattelberger bei den Hidden Champions, die ich ja auch immer präsentiere als Hoffnungsträger, festgestellt hat, dass das Gründungsalter auch schon im Durchschnitt relativ weit zurückliegt. Also es kommen gar nicht so viele neue Hidden Champions nach. Also das ist ein Problem, sonst könnten wir uns ja auf den Hidden Champions ausruhen. Und der Heinrich Arnold, dafür ist er ein bisschen kritisiert worden bei unserem letzten Vor-Event. Der hat mal analysiert, wie ist die Ausschüttungspolitik in Deutschland. Und der hat halt festgestellt, dass deutsche Unternehmen, und zwar nicht nur DAX-Unternehmen, sondern auch andere, gerne einen großen Teil der Gewinne tatsächlich quasi in den Konsum beziehungsweise in die Ausschüttung geben, anstatt letztendlich in die Reinvestition. Also das sind vielleicht nochmal zwei Indizien, die dieses Analyse Deutschland sogar noch verschärfen. Also die Hidden Champions sind nur bedingt erweiterungsfähig anscheinend und die anderen Unternehmen konsumieren letztendlich ihre Gewinne, eher als in die Investition zu gehen. Ja, fangen wir mal mit der Frage von Birgit Eschbach an. Fehlt es uns an Unternehmerpersönlichkeiten? Die letztliche Ursache von Erfolgen oder Misserfolgen, das gilt gerade auch für die Hidden Champions, liegt immer in den Unternehmerpersönlichkeiten. Die sind die Treiber, die Visionäre. Und wenn wir da an Leute wie Wirth und die SAP-Gründer denken, dann hatten wir tolle Persönlichkeiten dieser Art in der Vergangenheit. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt weniger haben heute, aber die Bedingungen für die Gründung sind anders geworden. Ich nehme jetzt mal ein klassisches deutsches Produktunternehmen, das produziert in Deutschland mit hoher Qualität, hoher Kompetenz und exportiert dann seine Produkte in die ganze Welt. Das ging relativ gut und erklärt natürlich unseren ungeheuren Exporterfolg. Wenn ich jetzt ein Internetunternehmen neu gründe mit einem globalen Anspruch,
dann muss ich sofort global werden. Und ich habe eben schon gesagt, das ist aus Deutschland heraus schwierig. Denn wenn ich zunächst in Europa expandiere, dann brauche ich das System in 27 Sprachen. Ich muss Regularien und Gesetze in 27 Ländern beachten. In Amerika ist das ganz anders. Uber hat einige Jahre sein System in San Francisco getestet und dann 1:1 nach New York und in andere amerikanische Großstädte transplantiert. Da brauchte keine Sprache geändert zu werden. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen waren im Wesentlichen die gleichen. Man hat also einen ganz anderen Multiplikatoreffekt. Das heißt, es ist heute für Gründer mit einem globalen Anspruch tendenziell schwieriger. Wenn man natürlich mit einem Produkt kommt, das wirklich einen neuen Durchbruch bedeutet, ich sage mal hier, die Firma Risk Control, die Versicherungsschäden automatisch abwickelt und die Prozesse bei Versicherungen sind international etwa die gleichen, dann kann ich da auch schnell globalisieren, ähnlich wie bei TeamViewer. Das gilt aber nicht in Verbrauchermärkten. Also es ist auch schwieriger. Winfried, zu deinen Anmerkungen zu den Hidden Champions, die muss ich leider bestätigen. Ich habe jetzt während der Corona-Zeit meine Hidden Champions-Liste überarbeitet. Die ist von 1300 auf knapp 1600 gestiegen über die letzten 10 Jahre. Ich muss aber leider feststellen, dass sehr wenige neue Hidden Champions in diesen neuen Bereichen hinzugekommen sind. Selbst die, die hinzugekommen sind, weil sie jetzt eine Nummer 1 in Europa oder eins der Top 3 in der Welt sind, kommen überwiegend eher aus klassischen Produktbereichen. Insofern sehe ich da für die Zukunft eine klare Lücke. Es gibt natürlich ein paar wie DeepL, beste Übersetzungsmaschine der Welt, TeamViewer, dann das Long-Term, Short-Term Memory von Professor Schmidhuber, das auf mehr als 3 Milliarden Smartphones installiert ist. Aber das sind leider Ausnahmen und wiederum eher Spezialisten, die nicht die Umsatzpotenziale wie ein Google oder ein Facebook haben. Also haben wir dort eine klare Lücke. Ich habe die Antwort darauf noch nicht. Das neue Buch hat den Arbeitstitel Hidden Champions, Aufstieg und Transformation. Die Frage nach dem Aufstieg bis heute ist leicht zu beantworten. Wir haben ein ungeheures Wachstum seit 1995, wo ich zum ersten Mal die Daten erhoben habe. Fantastisch dieses Wachstum, aber das Thema Transformation, wie geht es ab heute weiter? Darüber können wir vielleicht auch noch ein paar Worte verlieren nachher. Das ist ein großes Fragezeichen und keineswegs nur wegen Corona, sondern die Globalisierung, die Entwicklung der Welt, Handelsschranken etc., die sind auch unabhängig von der Corona-Krise eine neue und sehr große Herausforderung für die Zukunft. Dann eine Nachfrage gerade auch zu den Schwierigkeiten, sowas in der Europäischen Union auszurollen und eine globale Strategie in Europa zu fahren. Brauchen wir da, Frage aus dem Netz, dann so eine Art europäische Wirtschaftspolitik, eine Harmonisierung, den Binnenmarkt da vielleicht auch zu entbürokratisieren, Dinge zu erleichtern, dass wir da vielleicht auch im Rahmen der Europäischen Union andere Wege beschreiten können? Ganz klar, das ist ja das Einzige, was wir ändern können. Wir können die Regeln, die Bürokratien vereinfachen. Wir können leider nicht die Sprachen abschaffen. Jetzt gibt es bei manchen Produkten oder Segmenten kann man mit Englisch zurechtkommen, aber man erreicht, wenn man jetzt ein Angebot in Englisch macht, in Deutschland eben nur einen bestimmten Teil der Bevölkerung und in Südeuropa ist dieser Anteil noch weitaus geringer. Also es wäre in diesem Wettbewerb zwischen 3 Spielern, das ist der Wettbewerb der Zukunft, das ist USA auf lange Jahre weiterhin die Nummer 1, China und die Europäische Union, ganz entscheidend, dass wir den homogenen Bedingungen, die USA und China bieten, sehr viel näher kommen. Und das kann nur auf der europäischen Ebene passieren. Ja, bevor wir jetzt zu den Erfolgsmustern kommen, die Gunnar ja auch in seinem Beitrag schon angekündigt hat, vielleicht nochmal einen positiven Ausblick.
Du hast ja dein neues Buch erwähnt und der Professor Block ist da ja jetzt gerade auch schon unterwegs und schaut auch eigentlich sich um empirisch, was da in der Digitalisierung bei den Hidden Champions im Sinne deiner Forderung nach Transformation passiert. Und es gibt ja schon da die Hoffnung, dass wir vielleicht im B2C letztendlich in der ersten Welle aus verschiedenen Gründen nicht erfolgreich waren, dass aber jetzt in der zweiten Welle in dieser IoT-Welt, in der Industrie 4.0-Welt, in der B2B-Welt letztendlich da performen und uns vielleicht auch damit auch genügen müssen in diesem Sandwich aus USA und China, dass wir dann letztendlich für die komplexen B2B-Lösungen die Player sind. Wie bewertest du das jetzt aus den bisherigen Vorbereitungen für dein neues Buch? Ja, zwei Antworten dazu. Erstens, die Einschätzung, dass wir in B2B in der Digitalisierung sehr gut sind, oft führend sind, die trifft zu. Und wenn ich mal jetzt eine historische Parallele ziehe, dann sind wir ja auch in der Vergangenheit nicht bei Verbraucherprodukten erfolgreich gewesen oder bei Marken, die mit Mode, mit Fashion, mit Coca-Cola, McDonald's etc. zu tun haben. Das war nie das Spielfeld, auf dem die deutsche Wirtschaft erfolgreich war. Unsere Kompetenz liegt auf industriellen Produkten und Dienstleistungen und ich denke, dass das in Zukunft auch so bleiben wird. Da besteht also die Herausforderung darin, dass wir dort auch die digitalen Potenziale voll ausschöpfen. Und diese Tendenz sehe ich durchaus. Und es gibt einen Riesenunterschied zwischen Verbraucherprozessen und industriellen Prozessen. Letztere sind nämlich weitaus komplexer. Und da ist es schwer für Absolventen einer Uni, so etwas zu starten. Da muss man sehr viel Industrieerfahrung, tiefe Kenntnis der Prozesse der Kunden haben. Und das erhöht die Eintrittsbarrieren, sodass ich da unsere Position auch nicht gefährdet sehe. Das wird aber häufig eine Kombination von Produkt und Prozess und Software sein. Das ist ein riesiges Potenzial, das aber ganz am Anfang steht. Ein zweiter Aspekt, der wichtig ist, ich habe jetzt in meinen Analysen mir die Welt der Zukunft angeguckt und da muss man sehr differenziert vorgehen. Wenn wir die Bevölkerung ansehen, dann wird sich die afrikanische Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren verdoppeln von 1,2 auf 2,4 Milliarden. Wenn wir uns die Bruttoinlandsprodukte ansehen, und das kann man nicht für 30 Jahre machen, aber für 10 Jahre, dann wird der Anteil Afrikas am globalen Bruttoinlandsprodukt bis 2030 lediglich von 3,0 auf 3,3% steigen. Also die Bevölkerungsentwicklung und die Wirtschaftskraftentwicklung klaffen völlig auseinander. Und in 2030 kommen 60% des globalen Bruttoinlandsproduktes, und das ist für uns als Wirtschaft die relevante Größe, aus USA, nach wie vor die Nummer 1, China Nummer 2 und die Europäische Union Nummer 3. Und in diesen drei Regionen, ich nenne das die erste globale Liga, müssen wir gleichgewichtig vertreten sein. Und das heißt nicht nur über Export. Ich gehe davon aus, dass Export massiv auch aufgrund der Handelsbeschränkungen durch Direktinvestitionen ersetzt wird. Das heißt, wir müssen viel stärker, und da sind wir wieder bei dem Thema Investitionen, nicht nur auf Innovation bezogen, sondern auch auf Fabriken etc. bezogen, viel stärker noch nach China und USA mit Investitionen gehen. Das Umgekehrte wird übrigens auch passieren. Ich hatte kürzlich ein Treffen mit 100 chinesischen Autozulieferern, die sagen, wir wollen alle nach Deutschland kommen mit einer Fabrik, weil wir nur so ins Geschäft mit den deutschen Autoherstellern kommen. Und wenn wir dann mal unsere Position sehen, sehr viele Firmen sind heute große und Hidden Champions in Asien stärker als in Amerika. Adidas macht 22% seines Umsatzes in Amerika, 35% in Asien. Merck Darmstadt fast genau das gleiche, 24% in Amerika und in Asien. Was wir vernachlässigt haben,
Und das gilt für die Hidden Champions genauso. Trumpf macht mehr Umsatz in Asien als in Amerika. Was wir vernachlässigt haben, ist der amerikanische Markt. Dort ist unsere Position zu schwach. Das ist ein gewisses Drücken vor den Schwierigkeiten, harter Wettbewerb, etc., Angst vor der Haftung und es gibt viele weitere Gründe. Aber unsere Priorität für die nächsten 10 Jahre muss sein, Amerika stärker machen und China weiter ausbauen. Europa als Heimatmarkt sowieso, das brauche ich nicht extra zu sagen. Die Relevanz der Direktinvestition hast du gerade angesprochen. Das ist ja beispielsweise auch ein Punkt, wo die USA auf dem russischen Markt ziemlich stark ist. Also die Höhe der Investitionen von amerikanischen Unternehmen auf dem russischen Markt ist weit höher als beispielsweise deutsche Investitionen. Also insofern, das wird natürlich dann bei diesen Embargo-Forderungen der US-Regierung dann immer ausgeklammert. Ja. Ja. Nur nicht das eigene Geschäft sanktionieren. Ja. Die europäischen Unternehmen können dann die Zeche zahlen. Also man muss sich die Direktinvestitionen mal genauer anschauen und zu sehen, welche Strategien da die einzelnen Länder wirklich fahren. Also Gunnar, was du da sagst, kann ich nur unterstreichen und mit 3 Ausrufezeichen versehen. Erstens, die Rolle der Direktinvestitionen wird völlig unterschätzt. Wir gucken immer auf die Exporte, aber gucken nicht auf die Direktinvestitionen. Und zweitens, speziell auf Amerika bezogen, die Rolle und Bedeutung der amerikanischen Direktinvestitionen wird völlig unterschätzt. Insbesondere für Europa. 61% der amerikanischen Direktinvestitionen gehen nach Europa. Viel mehr als nach Asien. Und aus Europa gehen 55% der Direktinvestitionen nach Amerika. Und was mir bei der Überarbeitung der Hidden Champions Liste massiv aufgefallen ist, das hatte ich nicht so auf dem Radar, ist, wie stark die Amerikaner als Eigentümer bei den Hidden Champions vertreten sind. Ich kann das nicht insgesamt sagen, weil man da keine vollständigen Informationen bekommt. Nur die amerikanischen Beteiligungen an deutschen Hidden Champions stellen die von Chinesen weit in den Schatten. Weil das war jetzt meine Frage. Steht da nichts in der Zeitung von, wenn ein Amerikaner wieder mal einsteigt, wenn es spektakuläre Fälle sind, wie wenn John Deere Wirtgen übernimmt, immerhin ein 2,5 Milliarden Unternehmen, oder wenn Tesla bei Grohmann einsteigt, das steht in der Zeitung. Aber wenn während eines Jahres mehrere hundert Transaktionen unterhalb des Radarschirms ablaufen von Amerika, da kräht kein Hahn danach, während jede chinesische Übernahme groß als Gefährdung der deutschen Sicherheit oder irgendwas, Unabhängigkeit, dargestellt wird. Selbst wenn das eine kleine Firma Leifeld in Ahaus in Westfalen ist. Also wir haben da eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Die amerikanischen Direktinvestitionen, die Amerikaner beschäftigen, amerikanische Unternehmen beschäftigen 4,9 Millionen Arbeitnehmer in der Europäischen Union. Und in Russland ist das genauso. Aber keiner schreibt darüber, keiner redet darüber. Da ist selbst in der Summe ein Nord Stream 2 Peanuts dagegen, gegen die Summe der Engagements, vor allem natürlich in der Energieindustrie. Das ist ganz spannend. Ich habe ja 2014, glaube ich, meine fiktive Grabrede auf die Industrie 4.0 im Jahr 2020 geschrieben, um die Industrie 4.0 auch ein bisschen zu kritisieren. Und da hatte ich befürchtet und angekündigt, das war noch vor der KUKA-Übernahme, dass gerade die Nuggets von den Chinesen stark übernommen wurden. Also insofern ist das ganz spannend, dass die USA da sogar stärker engagiert sind. Wir wollen ja eigentlich zu den Erfolgsmustern, aber wir sind ja immer noch hochpolitisch. Inwieweit muss das potenziell reguliert werden? Ja, du bist ja eigentlich eher ein Vertreter freien Unternehmertums. Die Chinesen zum Beispiel, wie Gunnar auch immer gerne betont, haben da ja relativ große Restriktionen, was umgekehrt Akquisitionen in China angeht. Also bei Joint Ventures beispielsweise. Ja. Über Joint Ventures und Ähnliches. Wie bewertest du, als KUKA verkauft wurde, war das ja fast schon der Untergang der deutschen Industrie 4.0. Ist da auch ein politischer Rahmen in dieser Hinsicht notwendig? Also ich bin da ganz klar für eine möglichst liberale Haltung. Es gibt sicher Dinge, die sicherheitspolitisch, verteidigungspolitisch relevant sind. Möglicherweise auch gewisse
Infrastrukturprojekte, wobei ich nicht sehe, wenn ein chinesischer Eigentümer da einen Anteil von Hertz 50 Übertragung von Elektrizität übernommen hätte, wie der als Eigentümer und im Aufsichtsrat vertreten das deutsche Stromnetz stilllegen kann, halte ich für eine Fehlwahrnehmung. Ich sehe die chinesischen Übernahmen weit überwiegend als Vorteil. Erstens ein ganz banaler Grund. Die Chinesen haben horrende Preise bezahlt. Für KUKA haben die 4,6 Milliarden bezahlt. Mir sagte mal ein deutscher Investor, dass er eine Due Diligence bei einem Unternehmen gemacht hätte und sie wären zu einem Maximalpreis von 900 Millionen gekommen. Und der chinesische Übernehmer hätte 1,4 Milliarden bezahlt, also 50% mehr. Ich glaube, das ist durchaus nicht untypisch. Mit diesem Geld können wir ja hoffentlich was anfangen. Der zweite Punkt ist, wenn ich auf die Erfahrungen schaue, dann muss ich sagen, dass chinesische Übernehmer sich häufig vernünftiger verhalten, besser verhalten für das deutsche übernommene Unternehmen als Amerikaner. Das gilt insbesondere für Private Equity Firmen aus Amerika. Und zwar gilt es in zweifacher Hinsicht. Erstens, die Chinesen lassen die Deutschen wirtschaften. Die reden viel weniger rein, während die Amerikaner ihre Konzernstruktur und ihre Systeme überstülpen. Das sieht man also und lähmen dann. Ich will hier keine Namen, ich könnte konkrete Namen nennen, wo die amerikanische Übernahme zu einer Lähmung der Initiative deutscher Hidden Champions geführt hat. Ja, auch in ein knallhartes Management, was sie dann durchführen, ne? Zum Beispiel. Klar, oft wird dann auch ein amerikanischer Chef da reingesetzt, ja. bei Wirtgen zum Beispiel. Zweiter Unterschied ist, die Amerikaner, das gilt insbesondere für Private Equity Firmen, nehmen Geld aus der Kasse und bürden den Unternehmen Schulden auf. Haben wir viele Fälle. KKR und Co. Die Chinesen, ich habe einen Fall erlebt, eines Unternehmens in der Verpackungsindustrie, das florierte eigentlich gut. Das war zweifach durch Hände von Private Equity Investoren gegangen. Die hatten 1 Milliarde Umsatz und 800 Millionen Schulden. So. Da kann man sehen, was das Unternehmen noch für Bewegungsspielräume hat. Die Chinesen schießen eher Geld zu. Die investieren weiter, auch weil sie oft den chinesischen Markt für das Unternehmen öffnen wollen und damit einfach auch mehr Kapital und mehr Kapazität brauchen. Also ich kann das insgesamt nicht negativ beurteilen. Und dann sollten wir noch eins sagen. Wenn von der Eroberung der Chinesen geredet wird, dann zeugt das für mich von totaler Unkenntnis. In China operieren etwa 8.500 deutsche Unternehmen. In Deutschland sind circa 4.000 chinesische Unternehmen aktiv. In China gibt es mehr als 2.000 deutsche Fabriken. In Deutschland gibt es 4 deutsche Greenfield-Fabriken. Chinesen. Also die Chinesen haben einen unheimlichen Nachholbedarf. Die Asymmetrie ist nach wie vor eklatant. Man muss sich mal vorstellen, Volkswagen ist in China Marktführer. Und jetzt stelle man sich vor, ein chinesisches Unternehmen wäre im deutschen Automobilmarkt Marktführer. Das wäre wirklich schlimm. Und dann ja, aber die Chinesen sagen nicht, dass es schlimm ist, dass Volkswagen dort genau. Marktführer ist. Und dann darf man ja nicht verdrängen bei der ganzen Sicherheitsdiskussion, beispielsweise beim Thema Huawei, dass sich natürlich auch europäische Firmen aus bestimmten Märkten dann zurückgezogen haben oder einfach auch schwach sind, wie beispielsweise Ericsson oder Alcatel, beispielsweise bei dem Thema Netzwerkausrüstung. Also insofern ist ja dann Huawei in einen Markt reingesprungen, wo europäische Unternehmen einfach ja eine Lücke gelassen haben. Also ich habe 2008 war ich bei einem Vortrag des Chefs von Huawei in New Delhi dabei. Der sagte damals, wir beschäftigen 52.000 Leute in Forschung und Entwicklung. Und in den Folgejahren hat ja dann auch Huawei die Nummer 1 im Patentranking in der Welt besetzt. Das kommt also nicht von ungefähr. Dahinter stecken jahrelange
massive Investitionen, Geld und personalmäßig in Innovation. Und ich meine dahinter, das ist eines der ganz großen Probleme, spielt sich natürlich der Machtkampf um die Weltvorherrschaft zwischen Amerika und China ab. Und meine Meinung ist, wir müssen alles tun, die Politik, die Wirtschaft, dass wir nicht in diesem Machtkampf zerrieben werden, weil wir können uns nicht erlauben, Amerika als Markt zu verlieren, sowohl für Exporte wie für Direktinvestitionen. Und genauso wenig können wir uns erlauben, China als Markt zu verlieren. Wir müssen es schaffen, mit beiden gute Beziehungen zu unterhalten. Eigentlich wollen wir ja zu den Erfolgsmustern, aber ich habe doch noch mal eine Nachfrage. Hidden Champions und China. Das Spannende ist ja, du hast ja vor kurzem warst im chinesischen Fernsehen und es gab, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2 Millionen Zuschauer, was ja eine 20 Millionen. 20 Millionen. Ja. Ich habe es gar nicht getraut. Wie bei unserem Livestream gerade. Ja. Ja, genau. Oder bei Fußball-Europameisterschaft oder sonst was. Also 20 Millionen. Ein Thema ist natürlich jetzt das Thema Übernahmen, Direktinvestitionen. Anderes Thema ist einfach, deine Hidden Champions sind ja unglaublich, oder das Konzept unglaublich populär in China. Und als du das damals mit den 20 Millionen gepostet hast, habe ich gesagt, ich mache mir langsam Sorge. Und du hast ja auch mal im persönlichen Gespräch gesagt, dass die Chinesen zum Beispiel was Investition oder Beschaffung von Geldmitteln über die Börse, was ja in Deutschland nicht bei den Hidden Champions eigentlich üblich ist, was die Bereitschaft zu Innovationen angeht, vielleicht sogar noch ambitionierter sind. Ist das also jenseits von den Direktinvestitionen einfach auch mal der Wettbewerb? Also es gibt eine Haier, von Haier erfahre ich immer nur, was für tolle Konzepte sie haben. Von Miele erfahre ich auch ab und zu mal was Spannendes, aber die Vergleichbarkeit würde ich da nicht sehen. Wie bewertest du eigentlich dieses Thema Hidden Champions als deutsches, europäisches Konstrukt Goes China? Ja, vielleicht noch ein Wort zu den 20 Millionen. Das war ein Vortrag auf einer hybriden Konferenz. Da waren also einige Zuhörer anwesend und das wurde in einem Saal zelebriert. Und es gab dann eine Reihe digitaler Vorträge. Diese große Konferenz, es ging um Digitalisierung für mittelständische Unternehmen. Die wurde auf mehreren Kanälen des chinesischen Staatsfernsehens und von Tencent ausgestrahlt und erreichte diese ungeheure Reichweite. Aber das ist China. Wir können uns nicht vorstellen, was 1,4 Millionen Leute bedeutet. Milliarden. Das ist 17 mal so viel, wie wir in Deutschland haben. Und wenn man jetzt die 20 Millionen durch 17 grob teilt, dann wäre es, wenn man hier 1 Million Zuhörer hätte, das wäre auch sehr viel, wäre aber auch nicht unmöglich, wenn es auf den entsprechenden Kanälen verbreitet wird. Was du sagst, Winfried, dass die chinesischen Hidden Champions und Haier gehört nicht mehr dazu, weil die sind ja weitaus größer und eher in einem traditionellen Markt. Aber nehmen wir mal Hikvision, die Videogeräte zur Überwachung machen. Das ist so ein typischer mittelständischer Weltmarktführer. Diese Firmen, und das habe ich für eine Reihe chinesische Hidden Champion gesammelt, haben etwa 4 bis 5 Mal so viele Leute in Forschung und Entwicklung wie vergleichbare deutsche Hidden Champions und wachsen schneller. Wie können sie sich das leisten und finanzieren, indem sie wesentlich früher an die Börse gehen und dann Zugang zu ganz anderen Kapitalvolumina haben? Das ist eine Gefahr für die deutschen Hidden Champions, ganz klar. Meine Schlussfolgerung ist aber eine ganz andere. Die ist nämlich: Deutsche müssen zu Chinesen werden. Wenn man einen bestimmten Job in China am besten erledigen kann, dann muss man ihn dort erledigen. Man muss sich also davon verabschieden, an einen Standort, an ein Land gebunden sein, sondern ich nenne das Standortkompetenzassimilation in meinem neuen Buch. Das heißt, Standort und notwendige Kompetenz zusammenbringen, egal ob das im Silicon Valley, in Shenzhen oder sonst wo in China ist. Und ich nehme mal das Beispiel künstliche Intelligenz. Das ist so ein Thema, was man besser in China bearbeiten kann. Das hat mit Datenschutz zu tun, das hat mit Verfügbarkeit
Verfügbarkeit größerer Datenmengen zu tun, auch mit dem Ökosystem für künstliche Intelligenz. Und das Deutsche Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Saarbrücken, eines der größten der Welt, hat auch eine Dependance in Shanghai, die hoffentlich auch weiter ausgebaut wird. Das halte ich für den richtigen Ansatz. Man muss dorthin gehen, wo man einen Job am besten erledigen kann. Und das machen die Chinesen übrigens genauso. Alle chinesischen Autohersteller haben ein Design Center in Deutschland, in Stuttgart oder München, weil man anscheinend Autodesign, Autoentwicklung in Deutschland am besten kann. Also dann werden wir, Winfried, demnächst Next Talk zweisprachig machen, in Deutsch und Chinesisch. Ne? Also, ja, ihr würdet euch wundern, wenn ihr das, was ihr heute hier macht, in China ausstrahlen würdet mit Übersetzung. Mein Vortrag wurde ja auch ins Chinesische übersetzt oder mit Untertiteln. Dann wäre die Reichweite natürlich, und wenn ihr dann ein paar chinesische Kanäle bekommt, ein zigfaches der Reichweite, die ihr realistischerweise mit der deutschen Sprache erreichen könnt. Gunnar, das ist jetzt quasi ein Auftrag. Aber das Spannende ist, Hermann, du hast ja mal gesagt, auch was die Erziehung deiner Kinder und Ähnliches angeht, gar nicht Mandarin. Die können alle super Englisch. Wichtig ist, dass man quasi, wenn ich das noch richtig erinnere, ist jetzt schon viele Jahre her, wo du gesagt hast, man muss gar nicht Chinesisch lernen, aber man muss perfektes Englisch können, um einfach da letztendlich Anschluss fähig zu sein. Was ich betonen möchte, du hast in dem Buch ja auch einen Gewinnstar, die Puls GmbH, die auch ein Hidden Champion ist. Und letztes Jahr auf unserer Hidden Champion Konferenz, wo du ja die Eröffnung gehalten hast, hat der Bernhard Erdl nachher in der China-Diskussion genau diese Strategie bestätigt. Ja, dass er gesagt hat, ja, deswegen versuchen wir dann nicht, die Chinesen kommen nach Deutschland, aber wir gehen auch nach China und wir kombinieren quasi die Kompetenz- und Standortvorteile beider Nationen entsprechend. Dann ergänze Absolut. Ich das noch, ob wir eben auch hier in Deutschland immer noch eine falsche Vorstellung von einer chinesischen Mentalität haben. Also dass dann vielleicht auch hier mehr Aufklärung laufen muss, das fragt der René Hölscher. Über ja klar, natürlich ist die kulturelle Distanz traditionell zwischen dem Westen und China groß. Und ich behaupte auch nicht, dass ich Asiaten verstehe, was die Beweggründe sind, obwohl ich seit 30 Jahren ständig in Japan und in den letzten 20 Jahren in China war. Aber meine Zusammenarbeit mit Managern und Unternehmern, die unterscheidet sich nicht mit der mit Europäern oder Amerikanern. Das sind ja vernünftige Leute, die verstehen ihr Geschäft. Da sehe ich keinen grundsätzlichen Unterschied im Denken. Wenn es dann natürlich zu gesellschaftlichen Problemen kommt oder Politik ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich starte nie eine politische Diskussion in China und im Grunde gibt es in den geschäftlichen Beziehungen auch keine politischen Diskussionen. Das ist ein Tabuthema. Das ist einfach so. Aber ich werde auch oft gefragt, am Sonntag noch beim Kaffee von einem Bekannten, wie kannst du das eigentlich vereinbaren, dass du die Chinesen schlauer machst? Und ich sage, ich kann an den politischen Verhältnissen in China nichts ändern. Und ich glaube, wenn ein Land auf die Beine kommt, ich da auch meine Thesen vertrete, dass das allen Beteiligten hilft und vielleicht auch ein bisschen beiträgt, die Gesellschaften anzunähern. Ja, ich meine, das glaube ich nämlich. Das ist doch das Diktum der Ostpolitik in den 70ern gewesen. Ne? Also wollte ich jetzt auch sagen. Wandel, ja. Wandel durch Handel. Also das ist ja. Durch. Und was haben wir davon, wenn wir jetzt Nord Stream kappen? Das wird am Verhalten von Putin nichts ändern. Es bringt uns aber energiemäßig und auch, was einen potenziellen Verlust angeht und juristische Folgen in eine schwierige Situation. Jetzt haben wir ein großes politisches Framework quasi aufgezogen. Ja, und das fand ich auch eigentlich sehr wichtig. Und das ist, die Herausforderung ist natürlich, dein Buch ist jetzt einerseits dieses große politische Framework. Andererseits, was Gunnar in seinem Artikel vorangekündigt hat, hast du ja auch verschiedene Erfolgsmuster, die dich treiben. Und was ich auch eigentlich noch wichtig finde, ist, du hast das Thema Ethik versus Gewinn oder die Ethik des Gewinns auch noch angeschnitten. Jetzt hoffe ich, dass wir noch ein bisschen überziehen dürfen, so wie bei normalen Next Act Events auch immer. Weil gerne würde ich natürlich auch diese Themenblöcke anschneiden. Also ein Thema, das dich zum Beispiel als Erfolgsmuster immer treibt, ist, hatten wir auch schon angedeutet, ist immer diese Frage Gewinnorientierung
oder Umsatzorientierung oder Marktanteilsorientierung. Vielleicht kannst du mal, und du hast aber auch Themen im Bereich natürlich Pricing, das ist ja quasi deine Mission seit Anbeginn und auch im Bereich Absatz und Kosten thematisiert. Wenn jetzt Unternehmen sagen, von heute auf morgen können sie natürlich nicht in eine neue Performance kommen, aber eigentlich den Gewinn eine neue Wichtigkeit einordnen. Und vielleicht ist dein Buch gar nicht so antizyklisch, sondern tatsächlich gerade jetzt für diese Zeit zumindest den negativen Gewinn zu minimieren. Was würdest du sagen, was sind so da die Dinge, wo Handlungsmöglichkeiten bestehen, um das zu verbessern? Ja, Corona macht den Gewinn natürlich noch wichtiger als unter normalen Umständen. Das gilt sowohl im Rückblick, wer in der Vergangenheit profitabel war, genau, Reserven bilden konnte, der hat gute Chancen, Corona zu überleben. Und es gilt im Hinblick auf die Zukunft. Wer in Zukunft profitabel ist, der wird in der Lage sein, die durch Corona erhöhten Schulden zurückzuzahlen. Zur Ethik des Gewinnes. Gewinnorientierung ist untrennbar mit Marktwirtschaft verbunden. Und ich zitiere hier mal den Dean der Harvard Business School, Niti Noria, der sagte mir kürzlich: "The first social responsibility of a business leader is to make a profit." Warum? Weil nur so die Sicherheit von Arbeitsplätzen gewährleistet ist, weil nur so die Lieferanten anständig bezahlt werden und die Banken und der Staat Steuern erhält. Man kann auch sagen, Verlust machen ist unsozial, Gewinn machen ist sozial. Ich glaube, die Diskussion um den Konflikt macht sich vor allem zwischen kurz- und langfristiger Gewinnmaximierung fest. Ich lehne natürlich kurzfristige Gewinnmaximierung klar ab, wo einer eine Monopolposition ausnutzt, auch wenn wir diese Preisexzesse sehen am Anfang der Corona-Krise. Das ist ethisch nicht akzeptabel. Langfristige Gewinnorientierung, da sind wir beim Shareholder Value, das ist nämlich mehr oder weniger dasselbe, ist die einzig sinnvolle Zielfunktion für ein Unternehmen. Und lass mich noch kurz ein paar Worte zur Rolle der drei Gewinntreiber, Preis, Absatzmenge und Kosten sagen. Und es gibt nur diese drei, denn Gewinn ist gleich Preis mal Menge minus Kosten. Diese drei Gewinntreiber sind sehr unterschiedlich effektiv in der Gewinnverbesserung. Wenn es gelingt, einen der Treiber um 1% zu verbessern, das heißt beispielsweise den Preis um 1% zu erhöhen oder die Kosten um 1% zu senken, dann sind die Wirkungen auf den Gewinn sehr unterschiedlich. 1% Preissenkung bringt in der Regel 10% Gewinnsteigerung. Das heißt, der Multiplikator, technisch gesagt, ist das die Gewinnelastizität des Preises, ist 10. Wirkung ist 10-mal so hoch wie die Preissteigerung. Bei den Kosten ist der Multiplikator 6 und beim Absatz ist er nur 4. Warum? Weil mit einer Erhöhung der Absatzmenge auch die Grenzkosten steigen und die fressen einen Großteil der daraus entstehenden Umsatzsteigerung auf. Also der Preis ist das effektivste Instrument zur Gewinnverbesserung mit einem Faktor von 10. Kosten haben den Faktor von 6 und Absatz hat den Faktor von 4. Hm. Genau. Du hast jetzt nochmal die langfristige Gewinnorientierung angeführt, wenn man jetzt nochmal auf der normativen Ebene nochmal weitermacht, die Frage der Ethik. Es wird ja natürlich auch viel Bilanzkosmetik betrieben oder kurzfristige, ja, wie kann man sagen, kurzfristige Aktivitäten an den Tag gelegt, um da mal auch Märkte zu blenden. Stichwort Wirecard. Wirecard taucht ja in deinem Buch auf mit einer Netto-Umsatzrendite von 17,4% 2017. Bei solchen Firmen muss man aber dann schon mal genauer hinschauen, ne? Also auch auf die qualitative Ebene, ne? Also nicht nur quantitative Werte ranziehen, sondern eben auch mal hinter die Kulissen schauen, was da wirklich los ist. Also diesen Rat hätte ich besser befolgt, dann hätte ich sehr viel weniger Geld verloren. Ich war also bei Wirecard wirklich voll dabei. Okay.
Warum bin ich denen auf den Leim gegangen? Ich habe immer wieder auf meinen Asienreisen gesehen, dass Wirecard-Terminals in den Hotels standen. Ich lese, dass Shell alle Tankstellen in Indonesien mit Wirecard ausstattet. Ich lese, dass Aldi Süd mit Wirecard kooperiert. Und ich habe auch gelesen, was in der Financial Times stand. Und ich habe gedacht, dass die Kerle mit den Leerverkäufern, den Hedgefonds in London unter einem Dach stecken, um den Kurs runterzuprügeln. Ich hätte mal besser auf die gehört. Also auch in der Wirtschaft ist Betrug nicht ausgeschlossen. Ein Betrug in dieser Dimension ist allerdings unvorstellbar. Und mit EY muss ich da auch noch ein Wörtchen reden. die Wirtschaft besteht nicht aus Engeln. Da gibt es auch Gangster. Und deswegen muss man hinschauen. Ich sage in dem Fall, man muss sich aber auch auf Testate von Wirtschaftsprüfern verlassen können. Auf BaFin etc. verlassen können. Und die BaFin hat gegen die Londoner Journalisten geklagt und diese gigantischen Betrugsmanöver bei Wirecard nicht entdeckt. Das ist für mich unvorstellbar. Na, da Wirtschaftsprüfer. Der Finanzminister keine so rühmliche Rolle gespielt. Absolut, ich, ne? Und sein Staatssekretär Cookies, Also, da kommt, also was ich an diesem Beispiel ganz spannend finde, sagen wir mal in einem größeren theoretischen Rahmen. Du hast gesagt, das eine ist, Ethik und Gewinn konvergieren eigentlich in der langfristigen Perspektive. Das heißt, ein langfristiger Gewinn, tendenziell würde ich auch sagen, der ist eher zu in so einem Rahmen, du verwendest oder zitierst öfters den Begriff anständig, anständiger Kaufmann und so weiter. Ich glaube, dass es da eine wechselseitig positive Kausalität. Ehrbarer Kaufmann, stimmt. Ja, es gibt ein sehr schönes Zitat von dem zweiten Dean der Harvard Business School. Der hieß Dorham und war Chef dort von 1919 bis 1942. Und er sagte, we want to educate leaders who make a decent profit decently. Wir wollen Wirtschaftsführer ausbilden, die einen anständigen Gewinn auf anständige Weise erzielen. Und ich glaube, besser kann man das nicht formulieren. Passt ja zur Formulierung von Larry Fink, den Stefan H. Multhaupt gerade zitiert. Unternehmen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung nicht gerecht werden, verlieren ihre Daseinsberechtigung. Wobei bei BlackRock muss ich da immer ganz groß lächeln, wenn ich das höre. Weil ich habe BlackRock gerade in der Finanzbranche auch von anderen Finanzplayern mal reflektiert bekommen. Aber es ist ja schön, dass jetzt auch hier diese Diskussion mal angestartet wird. Bei unserem Event hast du ja nicht nur hervorragend präsentiert, ich habe leider bin ein bisschen gescheitert, den vierten Meffert-Quadranten als Folie zu präsentieren von Heribert Meffert. Ist das so mal eine Diskussion, die er tatsächlich mit Studenten der katholischen Theologie hatte? Und da war halt seine These im großen Bild konvergiert oder im vierten Quadrant Ethik und Profit. Und ich glaube, das eine ist Nachhaltigkeit, aber in deinem Buch deutest du auch andere Dinge an, wie zum Beispiel Internet oder überhaupt Transparenz. Ich glaube, wenn wir Fehlverhalten und sagen wir mal das Externalisieren in das Soziale hinein, wenn das transparenter wird und wir auch da eine Vernetzung hinbekommen und zum Beispiel so etwas, was ich eigentlich ein wichtiges Konzept finde, was bei dir auch angedeutet wird, Customer Responsibility, dass die Customers wirklich auch in ihrem Einkaufsverhalten verantwortlich sind, dann glaube ich, dann wird es sowieso so sein, dass einfach das nachhaltig orientierte Umsystem, das Ökosystem, die Wirtschaft letztendlich dazu führt, dass man diese anständigen Gewinne mit anständigem Verhalten hinbekommt. Also das ist jedenfalls meine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie du das bewertest, aber da glaube ich, besteht die Chance, dass sich so dieser scheinbare Konflikt auflöst. Also ich darf mal eine Diskussion mit Opel-Managern in den 80er Jahren berichten. Damals kam das Thema Umwelt schon auf, die Grünen entstanden. Wir haben übrigens da immer nach einem englischen Wort für Umweltfreundlichkeit gesucht. Das gab es damals nicht. Und dann sagten die Opel-Manager, ja, die Kunden sagen das alle, aber keiner ist bereit, dafür zu zahlen, wenn wir weniger Sprit verbrauchen, etc. So, ich glaube, das hat sich schon etwas geändert, aber nicht in dem Maße, wie es von vielen bekundet wird. Wenn es dann um tatsächlich das Geld aus dem Portemonnaie geht,
dann kaufen die Leute heute auch billig Modeartikel, die in Bangladesch unter menschenunwürdigen Bedingungen gefertigt werden. Und solange sich das Verbraucherverhalten diesbezüglich nicht ändert, wird sich auch das Angebotsverhalten nicht. Das reflektiert ja, genau wie bei Wählerstimmen. Das Verhalten der Parteien reflektiert die Präferenzen des Wahlvolkes. Aber mit meinem 9-jährigen Enkel darüber spreche, dann stelle ich schon fundamental andere Einstellungen dort fest. Er sagt zum Beispiel, Opa, musst du so viel fliegen? Oder musst du ein so dickes Auto fahren? Ja, aber tatsächlich, ich glaube auch, manche Dinge werden ja in ihrer Wirkung unterschätzt oder überschätzt und manchmal in der Dauer, bis es realisiert ist, dann auch falsch eingeschätzt. Und vielleicht hat das einfach noch nicht seine Zeit. Und neue Generationen, toi, 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 sind da potenziell auch stärker in der Customer Responsibility engagiert. Weil dann, glaube ich, dann werden wir tatsächlich eine nachhaltige Konvergenz in dieser Hinsicht bekommen. Ansonsten würde ich sagen, die vielen Tipps, die du in deinem Buch hast, oder sagen wir mal die Handlungsvorschläge, die Erfolgsmuster, wie Gunnar sie genannt hat. Ein Erfolgsmuster steht ja ganz oben. Ja, also du meinst... Und das ist, Winfried? Also ich würde sagen, Gewinnorientierung zum Beispiel statt Wachstumsorientierung. Deutsche müssen zu Chinesen werden. Gut, das ist das politische Framework. Genau. Ja, ich würde mal sagen, wenn jeder sich diesen Satz, am Gewinn ist noch keine Firma kaputt gegangen, an die Wand hängt, das hilft auch schon, die Einstellung zu dem Thema zu ändern. Denn es will ja keiner kaputt gehen. Also das ist ganz wichtig unter uns, Hermann. Du hast ja zum Beispiel auch die Handlungsempfehlung gegen die Krise damals ein ganz tolles Buch geschrieben, wo du ja auch sogar noch in vielen Aspekten detaillierter, noch konkreter rangegangen bist. Aber das finde ich eigentlich auch das ganz Entscheidende an diesem Buch. Für mich ist das auf jeden Fall ein politisches Buch, weil du, sagen wir mal, den Gewinn aus dieser Peinlichkeitsecke gerade im manchmal auch katholischen Deutschland herausgeholt hast und ihm, sagen wir mal, seine Berechtigung oder ihn letztendlich in den Fokus, in der Notwendigkeit bringst. Und vielleicht ist tatsächlich Corona da sogar ein Katalysator in diese Richtung. Ja, darf ich da noch einen Punkt, den wir nicht erwähnt haben, hinzufügen? Was glauben denn die Leute über die Gewinne und die Renditen? Dazu habe ich ja auch eine Umfrage gemacht. Genau. Und die Leute glauben, dass die Nettorendite nach Abzug aller Kosten und Steuern 22,8% sei. Ich habe ja vor einer Stunde den tatsächlichen Wert genannt, 3,4%. Und aus dieser Fehlwahrnehmung erklärt sich wahrscheinlich auch ein Großteil der negativen Einstellungen, weil die Leute glauben, die Unternehmen zocken uns ab, die verdienen an jedem Euro mehr als 20 Cent. Das ist unanständig. In Wirklichkeit verdienen sie ein Zehntel davon ungefähr. Also muss aus Sicht der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft hier auch eine Korrektur der Wahrnehmung stattfinden. Wenn ich den Leuten sage, was die Firmen tatsächlich verdienen, dann sagen die alle so wenig. Da haben die Mitleid. Da haben die Mitleid, ja. Mit Recht. Wahrscheinlich der Normalbürger hat schon deine Gewinnstars antizipiert. Aber da hat uns natürlich auch der Hilmar Kopper irgendwie und andere potenziell einen Bärendienst erwiesen, indem sie halt auch manchmal Zahlen, die da nicht verstanden worden sind, thematisiert haben. Das ist ja eine Sache auch der Bildung. Ne? Also welche Themen werden auch in der Schule platziert und vermittelt oder deren Unterschied zwischen Brutto und Netto und solche Geschichten. Also da kann man ganz gruselige Sachen, glaube ich, finden in den Recherchen. Ich habe mal recherchiert, kommt Ludwig Erhard noch in Geschichtsbüchern in Schulen vor? Das ist auch erschütternd, ja. Also generell ist es, glaube ich, auch eine Anforderung an die Bildung. Aber ich glaube, an der Stelle sind wir jetzt einmal, glaube ich, gut gerüstet. Ich kriege gerade auch die Reaktion aus dem Netz, Hermann. Das Buch wird jetzt noch kräftig bestellt. Also hier sind einige Bestellungen in den Kommentaren. Ja, das kann ich nur empfehlen. dokumentiert worden. Haltet das auch nochmal alle in die Kamera. Erschienen im Campus Verlag, kostet, glaube ich, 24 Euro oder wie viel was? Ah, sogar als Hörbuch, genau. Auch als Hörbuch. Genau. Ja. Und kostet um die 25 oder so, ne? Oder was?
Ich glaube 32 Euro, ich weiß aber nicht genau. 34. Ja. 34 Euro, ja. Genau, ein Schnäppchen. Wegen Hörbuch, es ist auch wirklich kurzweilig geschrieben, Hermann. Also das auch wieder großes Lob, obwohl du natürlich auch viel mit Zahlen arbeitest. Ja. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, um das zu fundieren. Aber ich glaube, das ist tatsächlich hörbuchfähig. Also gerade auch wegen der vielen Anekdoten, die mich immer wieder auch zwischendurch haben lächeln lassen. Allein die Vorstellung, Hermann Simon läuft in der Eifel auf dem Marktplatz rum und macht da seine Umfrage. Grandios, grandios, ja, grandios. Genau. Aber auch mit wirklich echten Aussagekraft und, glaube ich, auch repräsentativ. Das kann man glaube ich, so unterstreichen. Ja, und ich hoffe, dass das tatsächlich als Mission auch seinen Niederschlag letztendlich im deutschen Kollektivbewusstsein dann findet. Genau. An der Stelle machen wir jetzt Schluss. Hermann, vielen Dank, dass das so kurzfristig möglich war. War ein super spannendes Gespräch. Die Reaktionen im Netz haben sich auch überschlagen. Alle fanden das super spannend, was hier debattiert und thematisiert wurde. Heute Abend geht es übrigens weiter mit Live-Übertragung. Dann ist Robert Habeck am Start. 19:30 Uhr werde ich den live übertragen. Und dann könnt ihr wieder einstellen. Der ist nämlich heute in Bonn, am Bonner Münsterplatz. Ihr könnt natürlich auch noch vorbeigehen, wenn ihr hier in der Nähe seid. Ansonsten schaut ihr euch das im Netz an. Ne? Winfried. Du kannst ja dann auch mal fragen, was er zu Gewinn meint und ob er die Zahlen kennt. Genau. Das wäre mal super. Wobei, das könnte wieder so ein zweiter Habeck sein, wo es dann wie mit der BaFin, dass die BaFin sich jetzt auch nicht mehr um die Handwerker oder wie war genau, das? Genau, ja. Als Reaktion auf Wirecard, ja. Ja, aber es wäre tatsächlich mal eine interessante Frage. Also, Hermann, das ist tatsächlich eine interessante Frage. Wie gut sind eigentlich Politiker diesbezüglich eigentlich aufgestellt? Also wissen die zum Beispiel, dass wir da so eine Handlungsnotwendigkeit haben, in was die Performance deutscher Unternehmen spätestens angeht? Ich glaube das nicht. Ja, spätestens jetzt mit dieser Sendung, denn die meisten sind ja auch auf Twitter unterwegs und haben uns da auch gesehen. Ja, und wir werden es an die entsprechenden Entscheider herantragen. Genau. Und Gunnar, ich glaube, das ist wirklich der erste Talk, den wir auf mit chinesischen Untertiteln letztendlich produzieren lassen sollten, weil Hermann, so ein Erfolg wie mit dir und chinesischen Untertiteln werden wir wahrscheinlich mit nie wieder in unserem Leben eine Chance haben, das zu kommunizieren. Alles klar. Weitere Empfehlungen sind jetzt gerade auch noch hier über die Netzkommentare gelaufen und auf Veranstaltungen hingewiesen worden. Ja, prima. Das war Next Talk. Der nächste Next Talk ist nächste Woche, ne? Dankeschön, hat Spaß gemacht. Genau. Alles klar. So. Der Trailer kommt und wir sind raus.